Die kann ich nachher noch live mit reinschneiden. Oder die kann ich hinterher noch reinschneiden. Das ist immer, dann weiß man jedenfalls, dass man in Kiel ist. Möchtest du anfangen? Wenn ich anfangen darf, ja, genau, gut. Also mein Name ist Hauke Groß-Havemann. Unter anderem mache ich die Kiel Open Source und Linux Tage und Corona-bedingt haben wir angefangen, Streaming zu machen. Die Folien, die ich hier zeige, da steht noch deutlich mehr drin, als was ich jetzt zeigen kann. Und die Folien findet ihr auch verlinkt über die Webseite. Da gibt es am Ende einen QR-Code, könnt ihr abfotografieren. Kurzer Hinweis dazu noch, unsere Kiel Open Source und Linux Tage sind vom 14. bis 16. September und ihr könnt euch jetzt noch dazu entscheiden, dass ihr mitmachen wollt. Also wir suchen noch Vorträge, Workshops. Ihr könnt live in eurem direkt vor Ort in Kiel auch noch einen Stand machen. Sponsoren auch gerne. Oder wer noch tatkräftig uns unterstützen will, zum Beispiel beim Tische tragen, Stühle tragen und sowas. Oder auch bei unserem Videoteam ist dazu herzlich eingeladen. Gut, das war jetzt der kurze Werbeblock dafür. Kommen wir zum eigentlichen Thema. Das sieht jetzt erstmal so ein bisschen kompliziert aus und vielleicht ist es das auch, denn da steckt noch ein bisschen mehr dahinter. Wir sind ja relativ unvorbereitet da reingestolpert, also keiner von uns hatte irgendwie eine Ahnung, wie man sowas am besten aufbaut. Von daher war das so ein bisschen Learning by Doing, wir probieren mal Dinge aus und ein paar Sachen haben auch nicht funktioniert, mussten dann ausgetauscht werden und so weiter. So ein grobes Schema ist da erstmal bei rausgekommen. Wir haben da verschiedene Komponenten, also wir haben so einen Referenten-Laptop, den bringt der Referent normalerweise mit. Und wir haben als Ausgabemedium dort HDMI, sodass man das Bild, was dort zu sehen ist, einmal an den Beamer schmeißt, der oder so ein Großbildschirm, den wir in den einzelnen Räumen haben, damit die Zuschauer vor Ort auch was sehen können. Das, das ist 1:1 das Bild, was da rauskommt. Das fällt in so einen HDMI-Splitter. Da macht aus einmal HDMI zweimal, also einmal rein, zwei gehen raus, einmal an den Beamer und dann an so eine Capture-Karte. Die nimmt dieses HDMI-Signal, macht so ein bisschen Bitmagie da drauf und dann fällt da so ein USB-3-Signal raus, was letztendlich eine Webcam ist. Und das kann man in einem Aufnahmelaptop zusammen montieren mit den anderen Teilen, die es so gibt. Also wir haben natürlich hier einmal Ton, damit da ist ein Mikrofon dran. Das kann man auch beliebig kompliziert machen, habe ich nachher auch noch mal was dazu. Was sich vielleicht am Anfang lohnt, wenn man nicht so viel Geld hat, da kommt schon mal Ton raus, ist nicht ganz, also ist okay, aber bloß so okay. Und man kann natürlich mehr Geld ausgeben und dann kommt was Besseres bei raus. Da haben wir dann unsere Tonquelle und die muss da auch nochmal rein, das ist auch nochmal USB 3 und da die meisten Laptops ja nicht so viele Eingänge haben, braucht man dafür auch vor allem wichtig, einen aktiven USB-Hub, also der Stromversorgung ist, auch für den HDMI-Splitter. Also der hat zwar keine USB-Logik da drin, der macht wirklich bloß HDMI zu HDMI, aber der braucht Strom durch USB nochmal dazu. Und dann haben wir hier das eher teurere Setup. Das ist, wir nehmen eine hochwertige Fotokamera dafür. Die haben wir 2 Jahre lang ausgeliehen gekriegt. Die machen ein sehr schönes Bild, aber die haben keinen USB-Anschluss. Da braucht man normalerweise nochmal so eine Capture-Karte wie hier. Dann haben wir wieder dasselbe, HDMI zu USB. Das Ganze läuft dann da auch nochmal rein. Dann hat der Laptop hinterher 2 Videosignale, ein Audiosignal und mit der Software OBS. Das ist eine relativ gebräuchliche Streaming-Software, die, ich denke mal, so ziemlich jeder Streamer benutzt. Da wird das Ganze zu digitalen Szenen zusammengesetzt und dann wird das irgendwie komprimiert, aufbereitet und dann schicken wir das Ganze an unseren RTMP-Splitter. Das ist eine Serverkomponente, die quasi sowas ähnliches macht wie der HDMI-Splitter. Also einmal geht hier dieses RTMP-Signal rein und dann kann man auf verschiedene Quellen dieses Signal duplizieren. Also sowas wie Twitch, PeerTube, Owncast, YouTube und was es noch alles Mögliche gibt. Dass man das jetzt nicht mehr darf, dazu komme ich nachher noch ein bisschen. So, in meinen Folien gibt es das Ganze, was ich jetzt so ungefähr erzählt habe, nochmal zum Nachlesen. Dann kommen wir zur Hardware.
Ja, also das teurere Setup, was wir 2020 bis 2022 hatten, war eben die teure Fotokamera plus HDMI. Man kann das Ganze jetzt ein bisschen günstiger machen. Also diese Brio Webcam mit 4K, die sind auch schon ganz gut, wird auch häufig bei Streamern benutzt. Und die macht ein ganz gutes Bild, ist aber nicht so gut wie das andere. Wichtig bei der ganzen Sache ist, dass man die Räume halbwegs sinnvoll ausleuchtet. Ich springe einmal nach unten. Das gibt sowas, das heißt Softbox. Also das macht ein relativ weiches Licht, so dass man keine harten Schatten im Gesicht hat oder sowas. Das ist ganz, ganz gut. Oder wenn man so eine Beleuchtungssituation hat im Kids, wo das Ganze stattfindet, ist das nicht so dramatisch. Also wir sind die letzten Jahre mit den guten Kameras auch ohne extra Beleuchtung ausgekommen. Entweder das Deckenlicht hat ausgereicht oder tagsüber auch das Licht, was durch die Fenster reinkam. Was wir auch gemacht haben, 2 Jahre lang, das war ein Greenscreen. Das ist letztendlich ein großer grüner Vorhang, den man je nachdem, da ist irgendwo dran aufgehängt. Und dann kann man über Software quasi alles rausrechnen, was grün ist, sodass man den Referenten wunderbar den ausschneiden kann. Das kann für einige Situationen gut aussehen. Wird beim Livestreaming, also viele YouTuber machen sowas halt. Aber kommt darauf an, ob das eine gute Sache ist für so eine Live-Veranstaltung. Dann haben wir diese Capture-Karte. Wir haben einmal diese Camlink 4K. Die kann prinzipiell mehr, ist aber so ein bisschen wackelig manchmal. Also die bricht gerne mal zusammen. Einige Eingangssignale mag die nicht. Da muss man da ein bisschen hin und her fummeln. Vielleicht sogar die einmal abziehen, wieder dran stecken. Die ist immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, aber wenn sie läuft, dann läuft sie und dann macht sie auch ein gutes Bild. Andere Alternative, die wir haben, ist diese, ich habe das mal genannt, 5 bis 15 Euro No-Name China USB 2.0 Sticks. Diese Dinger schaffen es irgendwie, ein Full-HD-Signal runter zu komprimieren, dass man es durch USB, ja, ihr wisst schon, was ich meine, da steht USB. Da durchzuquetschen. Das ist ein bisschen schwammiger, das Bild, aber diese Karten funktionieren erstaunlich gut und das für den Preis ist eigentlich eine gute Sache. Die gibt es unter verschiedenen Herstellerbezeichnungen und ist so. Eine andere Sache, die man auch immer haben sollte, sind Videoformat-Adapter für ganz verschiedene Dinge, von DVI, Mini-HDMI, DisplayPort, VGA. Dieses ganze Gedöns, da haben wir für verschiedene Räume Taschen vorgepackt, wo diese ganzen Adapter drin sind, wo auch diese Capture-Karte mit bei ist, mit verschiedenen HDMI-Kabeln, das schon alles zusammengepackt, damit man da nicht lange rumsuchen muss und das ist auch alles farblich markiert, sodass man es in der auch schnell wieder zusammenkriegt. Dann nochmal Mikrofon. Wir haben angefangen mit, ich glaube, die haben 40 Euro gekostet, inklusive Koffer, Ständer, Popschutz und sowas von Thomann. Die Dinger sind eigentlich nicht schlecht, aber wenn man nochmal deutlich mehr Geld drauf wirft, kriegt man noch was Besseres. Aber es ist bei weitem nicht linear, die Verbesserung. Dann gibt es XLR, das ist so ein Standard aus der analogen Tontechnik, ist letztendlich ein alter Hut. Gibt es immer noch, der ist relativ störungsfrei gegen irgendwelche Einstreuungen von außen. Da haben wir XLR-Mikrofone und Audio-Interfaces. Audio-Interface ist letztendlich eine Soundkarte in teuer. Also wenn es teuer sein soll, sagt man Audio-Interface dazu, ansonsten ist es eine Soundkarte. Und das konvertiert dieses analoge Signal in wiederum USB. Das haben wir 21 bis 23, also dieses Jahr werden wir das auch in der einen oder anderen Form wieder verwenden. Was jetzt neu ist, Ansteckmikrofone und Funkstrecke und Audio-Interface, das werden wir dieses Jahr wahrscheinlich machen, damit die Referenten auch ein bisschen hin und her laufen können. Das fanden die letzten Jahre nicht so toll, dass sie eigentlich immer statisch an einem Ort sein mussten, weil dieser Mikrofonarm, der am Tisch montiert ist, der ist halt relativ statisch und selbst wenn man den hin und her wackelt, der Radius ist relativ klein. So, dann habe ich noch kurz was. Was man auch noch braucht, sind Kopfhörer zum Monitoring. Da hört man direkt
am Laptop das Signal, was gesendet wird, und dann kann man sofort darauf reagieren, ob das Mikrofon zu laut, zu leise oder sonst was ist, ob da vielleicht Störgeräusche drin sind. Das ist einfach akustische Rückmeldung an denjenigen, der davor sitzt und OBS betreut. Ja, super, okay. Eine andere Sache ist, das gibt Hardware-Video-Encoder, die H264 direkt in Hardware komprimieren können. Das kann so ziemlich jeder halbwegs aktuelle Laptop. Bei Nvidia heißt das NVENC, da sitzt es also direkt in der Grafikkarte drin. Bei Intel heißt es QuickSync und bei AMD, hier in Klammern, also haben wir nicht für die Linux-Tage, habe ich aber zu Hause zum Streamen, da heißt das VAPI. Also die komprimieren das Ganze in Hardware und machen nehmen insofern der CPU ein bisschen Arbeit ab. Das ist eine feine Sache, dann läuft das auf jeden Fall flüssiger. Dann haben wir bei unseren Aufnahmelaptops aktuell Linux Mint dabei. Dann OBS Studio, das ist die Open Broadcaster Software Studio. Eigentlich müsste es ja das ist das OBS Studio, benutzen viele, ist Open Source. Und dieser RTMP-Splitter, das ist im Moment ein Nginx, das mit so einem Zusatzmodul, da kann man das in der Konfigurationsdatei genau festlegen, Eingabe kommt von hier, dann trägt man die Stream-Keys für Twitch, YouTube und Co. ein und dann verteilt er das weiter. Streaming-Ziele dieses Jahr werden sein Owncast, das hosten wir selbst, ist sowas wie Twitch in klein. Twitch selbst hat sich rausgekegelt durch Änderungen von AGB oder den Zielen, denn Twitch sagt, man darf keine Parallelstreams auf Portale machen, die ungefähr so sind wie Twitch. Das wollen die nicht mehr, das ist relativ neu. Also die fallen raus. PeerTube haben wir auch mal probiert. Irgendwie hatten wir Probleme damit mit den beiden Anbietern, die wir da hatten. Das hat irgendwie nicht funktioniert. Letztes Jahr gab es da so 2 Sekunden Schnipselchen und dann wurde die Aufnahme unterbrochen und dann wieder fortgeführt. Also von daher denke ich mal, wenn wir es nicht machen, aber YouTube haben wir. Also dieses Jahr Owncast YouTube. Gut, noch Empfehlung dafür. Testen, üben, üben, üben. Denn die meisten Leute, die wir dabei haben, die haben sowas noch nie gemacht. Und da ist es gut, wenn man so ein bisschen Routine dabei reinkriegt und einfach mal ausprobiert, wie das so läuft. Auch mal ein paar Fehlerfälle durchspielen. Und sowas wie Stolperfallen vermeiden, genauso wie hier. Da ist es, sowas sollte man haben, dass man da keine Kabel rausreißt oder sich nachher einen Fuß bricht. Und typische Sachen ausprobieren, Szenenwechsel bei OBS, Mikrofonpegel, nicht zu laut, nicht zu leise, mit problematischen Capture-Karten ein bisschen rumspielen. Was macht man? Wirklich üben, rausziehen, beenden, neu starten, reinstecken, einfach ein paar Mal durchspielen. Das erspart Stress, wenn man wirklich in dieser richtigen Aufnahmesituation ist. Genau, gut. Dann letzte Seite, abonniert meinen Kanal. Das, was ich jetzt gerade in 12 Minuten ungefähr erzählt habe, das gibt es auch schon in länger. Das war quasi das Übungsvideo für unsere Kilo Open Source und Linux Tage. Da ist dasselbe nochmal drin, bloß in deutlich länger. Genau, ansonsten ne, YouTube, PeerTube. Genau, 12 Minuten. Ja, genau. Hey.